Willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich bin gerade aufgestanden und es soll heute darum gehen, was ich aktuell so esse, wie ich mich ernähre und wie ich aktuell trainiere. Denn wer es noch nicht mitbekommen hat, dann guckt euch das Video an. Ich wiege aktuell über 100 Kilo und das ist mir definitiv zu viel. Deswegen möchte ich in den nächsten 2 Wochen so krass shredden und abnehmen, wie es nur geht. Und heute kann ich den ganzen Tag von zu Hause aus arbeiten. Das bedeutet, ich nehme einfach mal den ganzen Tag mit, was ich so esse. Und vor allem steht ein richtig besonderes, schon beinahe skurriles Training an. Und um was es da geht, seht ihr nach dem Intro. Meine typische Morgenroutine, erstmal Supplements. Das sieht aus wie ein ganzes Mittagessen, liegt aber daran, weil ich ja momentan sehr viele Gesundheits- und Gelenksupplements benutze. Was ich ansonsten immer nehme, ist ganz normal hier das Omega-3, allerdings nur 2 Kapseln. Dann hier ein Vitaminpräparat und noch Zink-Magnesium. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich es übertrieben hasse, Getränke einkaufen zu gehen, weil ich dann auch immer ein bisschen hochschleppen muss und ich gehe generell nicht gerne einkaufen. Deswegen hole ich mir hier auch immer diese 5 Liter Kanister, aber davon natürlich nicht nur einen, sondern aufgepasst. Die sind jetzt schon fast wieder aufgebraucht, aber wenn ich einkaufen gehe, dann hole ich mir direkt eine ganze Menge und im Hintergrund sieht man auch schon meinen Energy-Vorrat. Dann habe ich mir hier noch einen kleinen Cocktail gemixt und zwar aus der Kombination von Kreatin und Beta-Alanin, damit einfach meine Kraft da bleibt während der Diät oder ich diese sogar steigern kann. Dann ist noch mit drin L-Glutamin, einfach so ein bisschen fürs Immunsystem und Citrullin. Citrullin eigentlich für den Pump, aber soll in erster Linie die Durchblutung fördern und das ist sehr wichtig für mich, denn wie gesagt, die Supplements sollen ankommen und ich habe immer noch Gelenkschmerzen, damit die richtig durchblutet werden, eben noch Citrullin. Ich bin aktuell immer noch im gefasteten Zustand. Ihr wisst es, ich mache Intermittent Fasting, bedeutet 16 Stunden lang nichts essen, 8 Stunden lang essen. Und während diesem gefasteten Zustand auf nüchternem Magen werde ich Sport machen. Jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich denn heute eigentlich? Und dann habe ich einen Artikel gelesen, 0,1% der Weltbevölkerung können den Planche oder Planche, kommt aus dem Französischen, heißt so viel wie Brett, Planke, also ich sag mal Planche. Ihr kennt das hier, diese Liegestützposition, nur dass die Beine dabei auch noch in der Luft sind. Also so waagerecht. Schon schwierig. Überlegt mal, einer von 10 Millionen. Und da habe ich mir gedacht, boah, geil, sowas übst du heute. Also es wird wahrscheinlich auf irgendwas Handstandlastiges hinauslaufen. Und das Ganze in der freien Natur, das Wetter ist bis jetzt beschissen, aber schauen wir mal, was daraus wird. Nochmal ein kurzes Update, Freunde. Mein Training sieht aktuell so aus, dass ich jeden Muskel einmal in der Woche mit Explosivkrafttraining ausreizen werde. Also wirklich wenig Wiederholungen. Da mache ich meistens so das 5x5-Prinzip. Also 5 Sätze, a 5 Wiederholungen und das für jeden Muskel aufgeteilt auf 2 bis 3 Tage, wo ich eben im Fitnessstudio bin und mit sehr schweren Gewichten arbeite. Das ist sehr gut für die Diät. Die meisten machen jetzt in der Diät sehr wenige Wiederholungen. Ist vielleicht gut, um Fett zu verbrennen, um so ein bisschen den Stoffwechsel anzuheizen. Aber es geht ja darum, auch Muskeln zu behalten und quasi nur Fett zu verdienen. Und das müssen wir natürlich den Muskeln symbolisieren. Und damit trainiere ich eben die dicken Muskelfasern. Was bedeutet, dass auch diese aktiviert werden, dass die nicht in einen katabolen Zustand verfallen und eben damit der Körper signalisiert bekommt, oh, die müssen erhalten bleiben. Wie sieht der Rest meiner Woche aus? Ansonsten mache ich trotzdem auch Cardio-Training. Also einmal die Woche gehe ich mindestens joggen, so meine 10-12 Kilometer. Das mache ich auch gerne mal am Rest-Day, wenn ich dann doch keinen Beinmuskelkater habe. Um auch hier einfach nochmal so einen Nachbrenneffekt zu haben, um wirklich richtig gut was zu verbrennen. Ich versuche generell jeden Morgen wenigstens kurz laufen zu gehen, damit ich auf nüchternen Magen schon so ein bisschen was verbrennen kann. Und ich versuche trotzdem auch nicht so überhart bis zum krassesten Muskelversagen zu trainieren, denn ich bin ein bisschen außer Übung. Ich war in letzter Zeit verletzt, viel unterwegs und so weiter. Das bedeutet ganz einfach, dass ich dann viel zu schnell Muskelkater bekommen würde. Und mit dem Muskelkater würde es mir dann nicht gelingen, in einer hohen Frequenz zu trainieren, also öfters die Woche. Und ich will so eigentlich schon 6-mal die Woche trainieren, damit ich immer wieder Kalorien verbrennen kann, weil ich ja auch sehr gerne esse, aber trotzdem auch die Kalorien einsparen muss. Und deswegen ja, 6-mal die Woche Training. Wir sagen einfach mal, zum Beispiel könnte es so aussehen, 3-mal die Woche Fitnessstudio mit schweren Gewichten, 5x5. 3-mal die Woche so hier Breakdance, Akrobatik, ein bisschen Handstand und so mit eigenem Körpergewicht. Und 1-mal die Woche an meinem Restday zum Beispiel nochmal einen intensiven Lauf, also joggen zu gehen. Und das Ganze, wenn möglich, ohne Muskelkater. Okay Leute, kurze Planänderung. Und zwar, ich habe eben erfahren, dass ich mal wieder Ölwechsel machen muss und dass der bei meinem Auto lange überfällig ist. Deswegen muss ich in die Werkstatt, denn heute habe ich mal einen freien Tag, dann möchte ich das gleich heute erledigen. Okay Freunde, das kann losgehen. Ich muss mich noch kurz verwandeln. Gehen wir es an.
Freunde, die Black Pearl habe ich abgegeben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, denn es ist doch ein bisschen windig hier. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Trainingsplatz und befinde mich immer noch in meinem Heimatort. Und schaut mal, wie geil diese Aussicht hier einfach ist. Irgendwo im Nirgendwo. Und ich kann eigentlich von hier auch nach Hause laufen, werde ich nachher auch machen, weil ich mein Auto erst heute Abend wiederholen kann. An der Stelle wollte ich nochmal sagen, ich habe mich mal so ein bisschen hingesetzt, habe mal meine Ziele reflektiert, wo ich eigentlich mit meinem Sport hin will und habe mir mal überlegt, bin ich eigentlich wirklich dieser Tänzer, dieser Breakdancer, bin ich vielleicht eher der krasse Pumper, der irgendwann auf die Bühne gehen will. Puh, alles natürlich verlockend, aber ich hatte nie so meine Ziele richtig im Blick gehabt. Ich habe natürlich immer so hart, wie ich konnte, trainiert. Ich hatte aber nie einen Trainingsplan gehabt, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe mich auch immer sehr gesund ernährt und jetzt habe ich mir gedacht, so, das Ganze muss ich mal ganz neu aufziehen und mir wirklich Ziele für die Zukunft setzen. Wo will ich eigentlich hin? Das habe ich jetzt gemacht und diese Ziele, das ist so ein sehr, sehr großes Ziel. Das ist einfach mega krass. Ich weiß nicht genau, ob es erreichbar ist oder ob es schon jemand insofern erreicht hat, was ich lernen will, was ich können will. Deswegen will ich das auch noch gar nicht zu breit treten, aber dafür brauche ich enorme Kraft und vor allem extreme Muskelausdauer. Und deswegen werde ich heute mal ganz back to the roots im Handstand einfach eine extrem lange Strecke laufen. Mal gucken, wie weit ich komme. Und da versuche ich mich erstmal zu steigern, um diese Kraft überhaupt im Handstand aufzubauen. Und hilft mir natürlich auch hervorragend bei der Diät. Das ist jetzt quasi mein Cardio-Training eben nur auf den Arm. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich nutze nochmal die Gelegenheit, um ein bisschen Real Talk zu machen. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht zu lang, aber ich bin eh noch eine Weile am Laufen. Und zwar habe ich in letzter Zeit auf YouTube wieder extrem viel gehört, vor allem über Supplements. Da gehen einfach Sachen rum. Irgendwelche Leute verkaufen sich als Experten, erzählen das einem und vor allem die jüngere Generation glaubt das Ganze dann. Ich möchte einfach mal so die Leute dazu sensibilisieren, die mir hier zuschauen, auch wenn es nicht so viele sind, dass man einfach nicht alles glauben sollte. Da war zum Beispiel ein Video, was ich gesehen hatte, ich will auch gar nicht sagen von wem, wo gesagt wurde, trinkt Booster, vor allem in der Diät, am besten auch jeden Tag, meinetwegen zweimal am Tag. Denn euer Puls geht hoch, euer Blutdruck nicht. Deswegen ist es gesund und ihr könnt viel schneller abnehmen, ohne Sport zu machen. Ihr müsst einfach vor der Arbeit Booster trinken, nach der Arbeit Booster trinken, den ganzen Tag Booster trinken, übertrieben viele Fatburner schlucken und ihr nehmt sofort ab. Ey, Leute, ich liebe Booster, Mann, wirklich. Ihr wisst ja, Koffeinsucht auf jeden Fall vorhanden. Aber kann es das wirklich sein? Kann man sowas erzählen, nur um irgendwie Booster verkaufen zu wollen, machen, die Dinger sind übertrieben krass chemisch, die sind schädlich. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte heute normalerweise auch gerne einen genommen, aber ich bin im gefasteten Zustand, viele vergessen das, in Booster sind auch Süßungsmittel, Zucker und sowas mit drin vorhanden, deswegen hätte ich dadurch meinen Fasten komplett gecuttet, denn es kommt einfach zu einem Insulinpeak, das ist aber ein anderes Thema. Wie kann man bitte sowas erzählen? Und das ist einfach für mich nicht richtig verständlich, deswegen, wenn ihr sowas hört, lest euch da mal rein, recherchiert mal das Ganze so ein bisschen. Viel zu oft hört man einfach was und nimmt das einfach so als die Wahrheit an. Und weil man denkt, der Typ ist Experte, der erzählt es, dann geht man davon aus, es ist halt einfach so. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe mal am Anfang von dem Video gesagt, diesen Plorsch, Plansch, wie auch immer, den können 0,1% der Weltbevölkerung, entspricht einer von 10 Millionen. Wenn man ein bisschen nachgerechnet hat, hat schon gecheckt, das Ganze stimmt überhaupt nicht. Ich muss euch aber sagen, früher in einer Fitnesszeitschrift habe ich das Ganze mal wirklich gelesen, genau mit diesen Zahlen, 0,1% der Weltbevölkerung, einer von 10 Millionen, 0,1% der Weltbevölkerung wäre irgendwas bei 70 Millionen, bei 7 Milliarden Menschen, so. Also konnte schon mal überhaupt nicht stimmen. Ich aber dachte, boah, Fitnesszeitschrift, Experten, die erzählen das, muss ja was dran sein, ne? Und das Problem an der ganzen Sache war jetzt, ich habe mir gedacht, boah, einer von 10 Millionen, ey, ich muss gar nicht anfangen, das zu lernen. Ich würde es so gern können, aber wenn das so wenige Leute können, dann lerne ich das ja nie. Das kann ich ja vergessen, so ungefähr. Und dann habe ich das immer so ein bisschen geübt. Hab's natürlich nicht geschafft, weil ich es viel zu krass und hoch eingestuft habe. Die Wahrheit an der ganzen Sache ist, das stimmt überhaupt nicht. Es können viel mehr mittlerweile. Es ist einfach so ein richtiger Trend quasi schon geworden, besonders im Calisthenics-Bereich und so, ist es ja relativ bekannt. Und wenn man sich einmal diese Gedanken macht, ey, eigentlich ist es gar nicht so schwer, dann lernt man sowas auch einfach viel, viel schneller. Früher habe ich mir auch den Handstand so übertrieben schwer eingeredet. Ey, ihr wollt nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe, um einen normalen Handstand zu können. Klar, das dauert, das ist auch nicht einfach. Aber wenn man sich das so schwer redet, dann wird es einfach nichts. Genauso wie mit dem Backflip. Ich dachte, oh, Backflip, das ist schon so das Allerkrasseste. Eine Rückwärtsseite, puh, werde ich niemals können. Ich habe gar nicht angefangen, das zu üben, weil ich dachte, das ist so schwer. Habe erstmal Frontflip, Sideflip, alles Mögliche geübt, obwohl die eigentlich von der Technik her schwerer sind. Dann kam ich irgendwann nach New York und habe gemerkt, ey krass, die ganzen kleinen Kinder, wirklich von 10, 11 Jahren,
machen da alle Rückwärtssalto im Training. Das ist für die nächsten, die können keinen richtigen Handstand, aber Backflip die ganze Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ey, woher kommt das eigentlich? Klar, die Älteren, die machen das vor und die sagen einfach, ey, wieso kannst du das nicht? Das ist doch eigentlich gar nichts. Du musst einfach hochspringen, darfst keine Angst haben, musst dich klein machen und fertig bist du. Und da habe ich mal gemerkt, ey krass, wenn man sich das leicht einredet, auf einmal die ganzen Kinder machen das so mega easy von der Hand. Und das sind einfach so Beispiele dafür, dass man sich die Sachen mal alle nicht so kompliziert reden soll. Dass man sich mal selbst darüber informieren soll. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Motivation. Wie gesagt, ich habe mir jetzt so hohe Ziele gesetzt, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert, weil ich es in der Form noch nie gesehen habe. Also genau das, was ich vorhab. Aber das ist mir egal. Ich rede mir einfach ein, ey, so schwer kann das nicht sein. Übung macht den Meister. Ich habe bis jetzt alles geschafft. Und dann wird es auch funktionieren. Und da gibt es noch so eine ganz coole Story. Ich versuche die ganz schnell noch durchzubringen. Und zwar gab es da mal einen Typ, ich glaube irgendwo aus Südamerika, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, der hat auf jeden Fall einen B-Boy-Namen, hat sich so gesagt, er ist Breakdancer, hat aber nicht viel Ahnung von Breakdance gehabt und hat gedacht, Breakdance besteht so weitgehend aus Salti machen. Hat deswegen immer hier alles mögliche an Saltos gemacht, am Strand ganz einfach. Und dann kam es irgendwann dazu, dass er ein Video gesehen hatte von irgendwelchen Europäern, das waren so kleine Kinder, die haben auf einem Trampolin Double Backflips, Double Frontflips, also doppelte Saltos gemacht. Und Und da hat er sich gedacht, krass, die Kinder in Europa, das Video war gefaked gewesen. Man hat nicht gesehen, dass die auf einem Trampolin springen. Das war für uns klar gewesen. Nur dieser Typ, der kannte einfach, der kommt halt aus armen Verhältnissen, der kannte im Prinzip keine Videos. Der wusste nicht, dass man sowas faken kann. Und der hat sich dann gedacht, krass, die Kinder aus Europa können diese doppelten Saltos. Und das sind einfach Kinder. Und ich übe schon so lange und kann es nicht. Und dann hat er gedacht, ey, das kann ja nicht so schwer sein. Und hat am Strand trainiert, bis er übertrieben krass wurde am Strand. Ey, wer so Salti kann oder so, ihr wisst, am Strand, da kann man ultra schlecht einfach abspringen. Und da hat er dann irgendwann Double Frontflips, Double Backflips gemacht, hier mit Radwende, mit allem drum und dran, so fast schon aus dem Stand. Und einfach übertrieben krass. Und jetzt ist er sogar ein richtig erfolgreicher Turner geworden, meine ich ganz. Ich glaube, Tumbling macht er mittlerweile, weil er dadurch dann eben einfach entdeckt wurde, weil er sich das einfach so leicht eingeredet hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Typ hieß, Mann. Der hatte irgendeinen kurzen B-Boy-Namen. Aber allein daran möchte ich euch mal zeigen, wenn ihr euch das Ganze nicht ganz so krass einredet, ey, ich schwör's euch, man sagt es so oft, aber ihr könnt wirklich alles schaffen. Ganz einfach. Es ist verdammt kalt, wir haben gerade mal 9 Grad, deswegen erstmal Handschuhe anziehen und richtig gut warm machen, besonders die Schultern. Ich hätte ja auch zu mir in die Halle gehen können, aber nein, der Junge wollte ja unbedingt draußen trainieren. Na gut, ziehen wir es jetzt durch. Zum Glück habe ich hier solche Kopfhörer dabei, die sind einfach wieder mit Bluetooth mit dem Handy verbunden. Noch haben die irgendein Kabel, kann man einfach so über den Kopf ziehen. Das ist ganz praktisch, wenn man Handstand macht. Die sind sogar wasserfest, also auch gegen schweißresistent, weil wenn man damit schwimmen möchte. Und halten einfach bombenfest. Deswegen, los geht's. Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got 4 cars and they all black. Got 4 bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through. With my whole team, they coming too. That's real, too real. Motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal. Bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it. Now there's no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mama. I'ma turn these zeros into tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closing million dollar deals. Catch me swerving. Erste Distanz mal gemacht, waren jetzt ungefähr 50 Meter, schätze ich mal. Aber es hat leider in meinen Gelenken hier, Golferarm, ihr wisst, ziemlich weh getan. Zum Glück habe ich hier so eine Bandage dabei. Wir probieren das Ganze einfach nochmal. Ich ziehe jetzt eine Bandage an und das, ich werde jetzt auch nicht jedes Mal fehlen, denn ich mache jetzt die ganze Zeit dasselbe. Ein bisschen Handstand und ansonsten immer über Distanz laufen, laufen, laufen. Dass richtig schön die Schultern und der Rücken aufgereizt werden. I came here to fuck up the game, gon' get it. I'm feeling myself, fresh to death, bitch, I'm killing myself. I'm gone, we burning it up. Step in the building, we turning it up. Talking that shit, but they never admit. When I said to them, I got be murdered. Oh, shit. So, ich hatte jetzt die ganze Zeit, während ich das gemacht hatte, eine App am Laufen. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich gelaufen bin. Es war 544 Meter in... okay, Zeit steht leider nicht dabei, es steht 7 Minuten, das ist einfach die Zeit, in der ich mich wahrscheinlich bewegt habe. Aber ich habe jetzt länger gebraucht, ich mache das jetzt seit ungefähr
ich schätze mal so 40 Minuten. Also in 40 Minuten 550 Meter ungefähr ist, boah, ich kann es schwer einschätzen. Also es ist mir verdammt schwer gefallen. Ich glaube, früher war das mal einfacher. Aber dafür trainieren wir das Ganze. Ich will wieder reinkommen. Aber ich denke mal, das reicht für heute. Wie gesagt, ich will keine Muskelkater haben. Und wir schauen mal, ob ich dem überhaupt morgen entgehen kann. Ich bin jetzt schon seit 16 Stunden am Fasten, freue mich auch extrem aufs Essen. Aber jetzt habe ich noch einen Spielplatz gesichtet und ich mag Spielplätze schon, also nicht zum Spielen, sondern das ist ein perfekter Raum, immer um so ein paar Sachen zu trainieren, wie zum Beispiel die Human Flag, mache ich viel zu selten. Ich bin zwar schon ganz schön kaputt, Rücken ist zerrissen, ich will auch keinen Muskelkater, aber hey, nach so 15 Minuten, geh nochmal, oder? Next, I do not converse, I just cut checks. I do not rehearse, I just drop the verse. I need a cup of hers, cause I'm fresh to death. I bet you never seen so much designer. Never seen a nigga with a bitch that's finer. Boy, I stunt when I ain't even trying to. Swaggin' is nice, but first I'm a rhymer. And I rep Maryland, home of the Terrapins. Say you spit crack on me, we spit that heroin. Bring it right to your front door like I'm careless. Standing next to me would be so embarrassing. Yeah, we be ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch. Leute, ich sag's euch, ich bin so verpeilt, so ein Vollidiot. Während ich Human Flag geübt habe an dieser Rutsche, habe ich mein Handy da drauf gelegt und hab's liegen lassen. Ey, schon wieder, das ist mir vor kurzem schon mal passiert und dann war's weg. Und jetzt habe ich gerade ein neues Handy bekommen. Uah, ich könnte mich dafür gerade hassen. Ich sag's euch, wenn das jetzt weg ist, aber in so einem kleinen Dorf, früh morgens auf dem Spielplatz, oh, ich seh's schon. Oh mein Gott, schaut's euch an. Ey, wie kann ich nur?